Also gut, ich bin Oliver Zeigermann. Ich erzähle was über Maschinenlernen. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ist der Bildschirm geshared? Klick mal kurz, wenn es. Ja, alles klar. Bildschirm ist geshared. Wunderbar. Ich versuche auch mal ein paar Leute von euch zu sehen. Also, wenn ihr die Kamera einstellen könnt oder wollt, wäre ich total glücklich, weil sich das dann eher so anfühlt, als dass da. Ah, siehst du, das funktioniert schon. Das ist echt ganz gut. Es Ich fühlt glaube, es sich. ist auch nicht auf dem Video drauf tatsächlich, außer man spricht oder so. Aber ansonsten sieht man das jetzt auch nicht. Ja. Okay, gut, gut. Nach dem Workshop, wenn ihr Lust habt, ich habe einen Link für GatherTown. Ich zeige es mal einmal ganz kurz. Der nächste Link ist auf diese Folien. Das kann tatsächlich sinnvoll sein, auf diese Folien aufzumachen, weil da ein paar Links auf Dinge sind, die ihr selbst ausprobieren könnt. Ist ja so gedacht, dass ich hier zwar ein bisschen was erkläre, aber dass man auch ein bisschen rumspielen kann mit Sachen. Teilweise könnt ihr euch auch aussuchen, was ihr machen wollt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was habe ich? Das habe ich. Das sieht jetzt alles ganz gut aus. Fragen jederzeit, hat Falk schon gesagt. Ich freue mich, wenn ihr mich was fragt oder wenn ihr Lust habt zu diskutieren. Kamera an, habe ich auch gesagt, freut mich auch. Und dann versuche ich mal hier das Ganze mit Leben zu füllen. Wenn ihr diese Folien aufgemacht habt, ist die zweite Folie Liste der Experimente. Das heißt, wenn man da irgendwie sich durcharbeitet und guckt, ah, wo bin ich gerade, dann findet man das relativ schnell und außerdem für später. Weil das sind alles Sachen, die kann man auch für sich alleine ausprobieren, machen alle irgendwie Bock. Wie viel wir davon heute schaffen, hängt davon ab, wie viel Lust ich habe. Also ob ich irgendwie nach einer Stunde oder ob ihr, ob eure Gesichter dann müde aussehen, es ist ja auch schon ein bisschen später, ob wir dann Bier trinken wollen. Aber wie gesagt, ihr könnt das alle auch selbst dann nochmal ausprobieren. So, das erste Beispiel, das habe ich zwar schon mal irgendwann gezeigt, ist jetzt aber ein bisschen ausgearbeiteter. Und zwar haben wir einen Monster-Alarm, also Monster-Drohnen mit Angriff. Die sehen so aus. Und was ich gerne hätte, ist Monster-Warndetektor. Also, dass man dann sieht, ob ein Monster naht und dann kann man Dinge tun, wie, weiß ich nicht, Kekse verstecken oder so. So ein Detektor ist relativ schwer symbolisch zu entwickeln. Ich habe das in den 90er Jahren, als der Opa noch jung war. Habe ich zwar keinen Monsterdetektor gebaut, aber habe Bildverarbeitung gemacht. Und das ist relativ schwierig, selbst wenn man irgendwie so versteht, wie man Bilder filtern kann und Kanten erkennen kann. Es ist relativ schwierig, das so allgemein zu machen, dass man wirklich das Monster immer erkennt. Es schleicht sich vielleicht an oder zeigt einem den Hintern oder so. Aber wir haben ein domestiziertes Monster. Das heißt, ich habe das mal hier mitgebracht. Moment. Da ist das Monster. Also wir haben eins. Das habe ich irgendwie gezähmt durch. Ist ja egal, weiß ich nicht. Durch Kekse habe ich das gezähmt. Und das können wir jetzt für unsere schändlichen Experimente benutzen. Und anstatt zu programmieren, trainieren wir jetzt ein System. Und zwar habe ich schon, also ich fange heute zum allerersten Mal bei Null an mit so einem System, weil man es dann, glaube ich, besser versteht. Es birgt immer das Risiko, dass es nicht so geil klappt, aber das ist dann auch wieder relativ realistisch. Ihr müsstet mich jetzt zweimal sehen, einmal im geteilten Bildschirm und einmal als Sprecher. Ist das der Fall? Also es ist irgendwie, ich habe mal einen Talk gesehen von einem, der war dreimal, weiß ich, auf der Bühne, der Erfinder vom Wiki, wie heißt denn der nochmal? Hatte dreimal denselben roten Pulli an, einmal ein Video. Weiß noch einer, wie der heißt? Wiki, so, das ist, wie heißt Der der? Ward Cunningham? Ja, Ja, genau, genau. ja, den meine Genau, ich auch, Ward ja. Cunningham war drei, also zweimal im Video und einmal in echt und dreimal hat er denselben Pulli an. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Also ich fand ihn sehr sympathisch deswegen. Ich habe auch meine selben Bademantel an. Genug rumgelabert. Was man jetzt machen kann mit diesem System, das ihr seht, wir geben diesem System, das wir gleich trainieren werden, Beispiele. Und zwar Beispiele für das Monster. Das heißt also, die erste Klasse, die wir haben, ist Monster. Tippe ich also mal ein. So. Jetzt müssen wir natürlich uns überlegen, wie geben wir ein Beispiel. Wir machen das durch Fotos. Das heißt, ich gehe mal ein bisschen aus dem Bild und wir zeigen jetzt gleich dieses Monster. Das muss ich jetzt hier unten hinhalten. Deswegen seht ihr quasi den Schopf des Tiers. Das heißt, ich sage ihm jetzt, mach mal eine Reihe von Bildern. Und zwar 10 Sekunden lang und alle Zehntelsekunde machst du ein Bild. So, ich versuche jetzt hier ein bisschen Variation reinzubringen. Also ich zeigt dieses Tier also aus jeder Richtung. Das heißt, ich habe jetzt Beispiele dafür gebracht, wie sieht denn so ein Monster aus? Teilweise sind da auch Sachen drin, die sind gar nicht so richtig monsterig, sondern sind eher meine Hand. Aber es ist auch relativ typisch, ist nicht ungewöhnlich. Das heißt, ich gebe jetzt Beispiele, anstatt zu sagen, oh, das muss Augen haben, ist blau und so sage ich, nee, nee, so sieht Monster aus. Und damit man irgendwie vielleicht auch noch mal ein Gegenbeispiel hat, haben wir auch noch den Menschen.
Und Menschen habe ich auch zufällig verfügbar. Und zwar hier. Das heißt, ich bin jetzt der Mensch, also ich muss jetzt hier zur Verfügung stehen. Das Ding wird nur mich erkennen, wenn ich als einziges Trainingsbeispiel dran bin. Aber immerhin, also ich versuche jetzt mal so ein bisschen, mich möglichst zu variieren. Würden wir es ein bisschen ernster nehmen, würde ich auch noch meine Lichtquelle variieren. Würde ich die Kamera noch ein bisschen weiter vor, noch ein bisschen weiter zurückstellen. Und als dritte Klasse, wo ich sagen würde, okay, damit wollen wir auch gerade gleich trainieren, sage ich nochmal, da ist niemand. Das vergisst man häufig, dass vielleicht, also manchmal gibt es so im Internet, ist da ein Hund oder eine Katze drauf. Und dann lernt das System nie, dass auch mal auf dem Bild weder Hund noch Katze ist. Das heißt, jetzt mache ich mal das Niemand-Beispiel. Dafür muss ich jetzt mal, ihr werdet das verzeihen. Ich muss natürlich dafür aus dem Bild treten, weil das ist jetzt noch mein Schatten. Auf den Schatten versuche ich mal. Obwohl, der ist eigentlich nicht schlecht. Ne? Also man will ja möglichst realistische Beispiele bringen. Das heißt, ein bisschen Schatten ist vielleicht ganz gut. So. Lernt er jetzt nicht das Bild im Hintergrund einfach? Wahrscheinlich. Also, sehr gute Frage. Wenn ich es jetzt ein bisschen ernster meinen würde, müsste ich natürlich diesen Dingen natürlich auch nicht nur einfach niemandem zeigen, sondern auch realistischer. Ne? In jedem Szenario würde ich das machen. Weil eigentlich müsste ich nochmal diesen... Ich dachte, das Bild heißt niemand. Das heißt niemand. Das heißt nicht niemand, aber ich könnte nochmal das Krokobild wegnehmen. Soll ich das nochmal machen? Was meint ihr? Nochmal 10 Bilder machen ohne Koko-Bild? Könnte ich natürlich auch tun. Unsere Aufnahme in 3 Sekunden. Und ich könnte einen auch noch mal ein bisschen verwirren. Ich fühle mich heute ein bisschen mutig und renne mal einmal durchs Bild. So, was ist einfach so beliebige Störsignale. Und je mehr du davon hast, desto höher ist unsere Hoffnung, dass es am Ende gut funktioniert. Würden wir das alles ein bisschen ernster meinen, müsste man jetzt gar nicht das Trainieren anfangen, sondern wir brauchten ganz viele Monster, wir bräuchten unterschiedliche Belichtungen, wir bräuchten unterschiedliche Hintergründe und wir bräuchten auch unterschiedliche Menschen. Nicht nur so einen haarigen Zoppel, sondern auch irgendwelche Leute, die ganz anders aussehen als ich. So, das ist das, was man braucht, wenn man Maschinenlernen machen will. Man braucht also Trainingsdaten. Also zumindest für diese Art von Maschinenlernen, die wir machen. Also da reden wir gleich noch drüber. Ohne Trainingsdaten ist nicht. Wir haben Trainingsdaten. Und diese Art von Maschinen, die wir jetzt benutzen, ist so imitierend. Das heißt, das Ding lernt jetzt aus den gegebenen Beispielen und hoffentlich generalisiert es so, dass es jetzt nicht nur exakt die gleichen Bilder erkennt. Und das machen wir im Browser. Also man muss nichts installieren, man muss irgendwie, ist eben das Ding hier. Und ich kann auf Modell trainieren klicken mal. Diese Einstellung ist erstmal egal. Ich kann uns Details angucken, reden wir auch gleich mal drüber. Wenn ihr das selbst machen würdet, man darf den Tab nicht wechseln, während man trainiert, weil sonst Chrome sagt, dieser Tab verbrät unglaublich viel Prozessor- und GPU-Zeit. Das mache ich mal nicht, weil das irgendwie verdächtig wirkt. Das heißt, ihr dürft es nicht wechseln. Wir können mal gucken, was passiert, während ich trainiere. Das heißt, er trainiert jetzt. Ich habe mal hier meinen Taskmanager offen. Und da seht ihr, dass die GPU, ich habe 2 GPUs, die eine ist jetzt gerade hier tatsächlich am Werkeln, total nach oben geht. CPU auch, aber vor allem auch GPU. Man könnte jetzt ja sagen, dass das sowieso hier das üble Zoom ist, ist aber tatsächlich zum größeren Teil unser Training. So, ihr habt jetzt einen kurzen Peak nach unten gesehen, als er aufgehört hat zu trainieren. Jetzt hat er aber gleich wieder angefangen zu klassifizieren. Wir gucken mal, was da passiert ist. Das heißt, sobald er fertig war mit Training, habe ich jetzt schon gleich eingeschaltet, dass er anfängt, Vorhersagen zu machen. Das heißt, wir haben die Trainingsphase hinter uns gebracht. Wie gut, müssen wir gleich nochmal gucken. Was man jetzt aber hier unten sieht, ich habe ja hier diesen coolen Pointer, machen wir das mal, da unten. Was man hier unten sieht, ist, dass er mich als Mensch erkennt. Und zwar bedeuten diese Balken eine Sicherheit in bestimmten Prozentsatz. So, das ist niemand, ich, niemand, also das hat schon mal ganz gut funktioniert, wäre auch echt eine Überraschung, wie es jetzt nicht funktioniert hätte. Und ihr seht so, da ist er irgendwie nicht sicher, weil so ein bisschen könnte das Olli sein, wir können mal das Bild abnehmen. Aha, also er generalisiert auch darüber, dass das Bild da hing oder nicht. Wäre cool gewesen auszuprobieren, was passiert wäre, wenn ich das Bild, also wenn ich immer mit Bild trainiert hätte, aber dann tatsächlich das Bild auswendig gelernt hätte. Sehr interessante Frage. Da ist der Link. Mach das mal. Ich kann es nicht sagen.
Und jetzt müssen wir natürlich gucken, was so monstermäßig geht. Monster klappt auch ganz gut, ne? Monster Po, Monster Fuß, Monster Tatze, Monster Auge. Selbst mit meiner Hand drin, jetzt mit meinem Bademantel. Mal sehen, was er jetzt macht, ich und Monster. Oh, das ist natürlich schwierig, ne? Aber das weiß er eben nicht. Also je nachdem. Sind aber relativ coole Ergebnisse dafür, dass wir irgendwie hier mit dem kleinen Datensatz auf meinem, im Browser, über einen Trick über WebGL das trainiert haben. Das heißt also, sieht eigentlich ganz gut aus. Nun habe ich aber allerdings, warte mal, folgende Sachen hier bereitgehalten. Ja, das war ganz gut. Aha, guck mal, das ist das Cover von meinem Surface-Tablet. Und jetzt ist er eigentlich sich gar nicht mehr so richtig sicher, was er da sieht, ob das nicht ein Monster sein kann, weil ich habe die Farbe relativ gut hingekriegt. Ne? Seht ihr? Und jetzt habe ich noch was Schlimmeres, und zwar die Monster-Tasche. Mal sehen, was er dazu sagt. Das ist kein Monster, sondern es ist eine Tasche. Das seht ihr. Na, ihr seht das jetzt wahrscheinlich nicht, aber glaubt es mir mal. Das ist also kein Monster. Und das Ding erkennt natürlich trotzdem Monster, weil es sowas eben noch nie gesehen hat und nicht gelernt hat, oh, wenn das nicht irgendwie Augen hat oder so, ist das kein Monster. Das weiß der nicht. Das heißt, abhängig davon, wie gut meine Trainingsdaten sind, also ich hätte ja, das hier hätte ich ja im Niemand-Bereich trainieren müssen, meine Monstertasche im Niemand-Bereich. Abhängig davon, ist das Modell dann besser oder schlechter. So, ich habe eine Frage. Wie kann ich ML trainieren, dass es aus den Ausgaben eines Programms, zum Beispiel Vektor, quasi den Algorithmus schließt, damit die aus... Warte mal, jetzt habe ich den Chat nur halt drin. Also genau das möchte ich ja, dass ihr mit mir sprecht. Damit die Ausgaben vorhersagen kann. Ich glaube, ich verstehe es nicht ganz genau. Ist vielleicht auch schon eine fortgeschrittene Frage, aber vielleicht traut sich derjenige, das nochmal zu sagen, was die Frage war. Ich wollte wissen, wenn ich einen unbekannten Algorithmus habe, der Werte, Vektoren ausgibt, ob ich im Endeffekt 1000 Ausgaben davon in ein ML-Tool reinkippen kann und damit dann im Endeffekt das ML-Tool so trainiere, dass er quasi diese Ausgaben dann halt, dass er quasi den Algorithmus klont. Super cool. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Passt aber zu dem, was ich hier gezeigt habe, eigentlich ganz gut. Da wäre jetzt hier das, was die Eingabe wäre, wäre ja, also, warte mal, machen wir hier unverantwortliche Dinge. Seht ihr so einen Screenshot? Klickt mal. Seht ihr, dass ich da rummal? Okay, alles klar. Also die Eingabe von dem wäre ja, also erstmal, vielleicht ist hier das ja noch gar nicht klar. Ne? Also ich habe jetzt das Gefühl, wir bleiben ganz nach in diesem Programm drin, aber wenn das Schicksal so will, dann machen wir das so. Das ist die Eingabe, das heißt die Bilder. Nächste Eingabe. Und bei dieser Art von Maschinen brauchst du immer eine Abbildung oder quasi ein Paar von Input auf Output. Und jetzt ist meine Frage an euch, eigentlich ganz witzig. Was ist der Output? Was sagt das Ding vorher? Die Klasse. Genau, und in dem Fall, was sind meine Klassen? Monster, Mensch, Niemand. Genau, also das ist quasi rein und das ist raus. Ist vielleicht auch gar nicht so offensichtlich, wenn man da irgendwie noch nicht eine Weile drüber nachgedacht hat. Das ist raus. Und diese Art von Maschinenlernen, die braucht das immer. Die heißt Supervised. Und Supervised ist jetzt ein bisschen ad hoc, ne? Das seht ihr schon, aber... eigentlich, also das ist mir quasi beim ersten Experiment sofort entgleitet, ist auch neu, aber irgendwie gefällt es mir auch, dass es jetzt völlig anders läuft, als ich mir das gedacht habe. Das ist Supervised Learning und da ist das immer so, da braucht man diese Paare. Und die erste Schwierigkeit ist, dass man sich immer überlegen muss, wenn man sagt, ah, das erinnert mich irgendwie an das und das SWS, weiß ich nicht, wie du mit Vornamen heißt, aber was immer du Also SWS, sag ich mal, hatte jetzt irgendwie die Idee, kann ich das nicht auch für was anderes anwenden? Und das passt im Prinzip. Das heißt, die Eingabe, was wäre denn das? Also man hat einen Algorithmus und was wäre die Eingabe für unser Supervised Learning? Ein Stück Code.
Was stecke ich da rein? Bitmap? Zum Beispiel, also das hängt davon ab, was der Code macht. Nämlich genau das, was der Code kriegt. Also ich habe jetzt hier irgendwie ein Stück, schreibe ich mal Funk hin, ein bisschen JavaScriptig. Also schreibe ich nicht so weit unten, kriege ich irgendwie nicht. Schreibe ich mal hier hin. Also ich habe irgendwie ein Stück Code, sagen wir mal Kalk, nenne ich das mal. Da kommt eine Eingabe rein, da passieren Dinge und irgendwann macht das den Return. Return. Und da kommt die Ausgabe raus. Das mache ich jetzt für eine ganze Reihe und dann habe ich Ein- und Ausgabepaare. Aber ich vermute, dass die Ausgabe keine Kategorie ist hier hinten, sondern dass sie eher eine Zahl ist. Das ist aber ein Detail und dann kann man das probieren. Wenn man jetzt, also wie gesagt, es bringt mich auf komische Wege. Wenn man jetzt als Lernverfahren, nicht wie hier ein neuronales Netz nimmt, sondern ein Decision Tree, der im Wesentlichen gelernte If-Then-Else ist, kann man, also wenn du daraus ein Decision Tree trainierst, kannst du am Ende aus dem Decision Tree, habe ich auch tatsächlich schon gemacht, anderer Vortrag, andere Folien, kommt am Ende If-Then-Else raus. Und dieses If-Then-Else repräsentiert dann den Decision Tree. Und wenn ich, also ob das jetzt wirklich funktioniert, habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass ich das für bestehende Stück Code mache. Möglich. Ich würde denken, kannst du Doktorarbeit schreiben, wenn das funktioniert. Aber ich würde es jetzt nicht für völlig blödsinnig ansehen. Also ich habe es jetzt für Sachen gemacht, wo quasi die Eingabe nicht ein Stück Code ist, sondern was anderes. Und da kommt vernünftiger, zumindest vernünftiger Python-Code raus, den man auch lesen kann und verstehen kann. Also Experiment wert. So. Ich glaube, ich muss jetzt an der Stelle mal irgendwie versuchen, wieder ein bisschen zu meinem Programm zu kommen. Finde ich aber total super, weil ich jetzt das Gefühl habe, wir haben jetzt zumindest Supervised Learning und das ist die mit Abstand verbreitetste Art und Weise, Maschinenlernen zu machen. Zumindest so ein bisschen verstanden. Das heißt, man braucht Input, man braucht auch Output. Große Schwierigkeit ist, oder die erste Schwierigkeit ist, sich zu überlegen, was ist eigentlich Input und Output, wo kriege ich die Trainingsdaten her? Für dieses Beispiel mit dem Code kriegen wir die Trainingsdaten ja auch relativ einfach, weil da steckt man eben Sachen rein, fast wie so ein Test, kriegt Sachen raus. Versucht dann am Ende wieder Code zu erzeugen. Und das geht, dafür habe ich auch Code. Also ich habe Code, der aus dem Decision Tree Python if-then-else macht. Also wenn du es ein bisschen ernster meinst, schick mir noch mal eine E-Mail und dann reden wir darüber. Finde ich aber cool. Vielleicht sowas wie Legacy. Du hast Legacy-Code, denkst, ach du meine Güte, kannst du nicht warten, weißt nicht, was das Ding macht. Vielleicht ist das sogar auch deine Motivation gewesen. Dann klaue ich dir die Idee. Mal drüber nachdenken. Okay, ich speichere das mal ab, weil vielleicht ist es gar nicht so doof, was da passiert ist. Dann können wir nachher nochmal drüber reden. Oder später. Oder ja, ist ja gut. Oder ich schicke es in den Chat oder so. Okay, wir haben aber unseren Monster-Kalkulator gebaut oder unseren Monster-Detektor. Er funktioniert relativ gut und ich bin ziemlich überrascht, dass er so gut funktioniert und dass er auch tatsächlich bei dem Beispiel, wo ich mir überlegt habe, da wird er jetzt nicht funktionieren, auch tatsächlich total ins Schwimmen kommt. Das ist ganz cool. Also zumindest finde ich das. Gibt es dazu eine Frage? Das ist ja cool, wenn ich das mal so. Ihr seht das hier auch, also ich kann das jetzt speichern am Ende. Also fragt, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr wollt was wissen. Das wird jetzt in meinem Google Drive gespeichert, inklusive Bilder. Das dauert jetzt leider, glaube ich, ein kleines bisschen, weil es ein bisschen größer ist. Ich wollte euch eigentlich auf der Seite noch was anderes zeigen, weil man, ah ja gut, ja, ist nicht so weit. Ja. So, hat geklappt. Weil man jetzt sagen kann, ich möchte eigentlich nur das Modell haben. Das heißt, man möchte nicht das komplette Projekt mit den Bildern oder so, sondern man möchte ein Modell, das in Produktion gehen kann. Und könnt ihr kriegen, Stück JavaScript-Schnipsel, benutzt TensorFlow.js, braucht ihr noch zusätzlich das Modell. Das lädt das Modell, ihr könnt eine Kamera anmachen, das da reinstecken, in eure JavaScript-Anwendung packen. Und sehr schwer reich werden mit eurem Monster-Detektor. Oder tatsächlich das TensorFlow-Modell. TensorFlow ist eine Bibliothek für Maschinenlernen. Habt ihr das Modell? Relativ cooler Einstieg, ne? Also zumindest, um gleich mal irgendwas zu haben, was funktioniert. Mhm. Gut, dann gehen wir hier mal weiter.
und gucken mal, was wir da gemacht haben. Ordne das ein bisschen besser ein. Also ich habe ja eben gerade gesagt, Programmieren ist schwierig, aber da müssen wir vielleicht ein bisschen besser gucken, was ist eigentlich der Unterschied und so. Und wenn man das programmiert, ist es so, dass man irgendwie in der abstrakten Welt der Ideen ein Modell hat. Also irgendwas so sind die Dinge. Das kennt man eigentlich nicht, sondern irgendwie versucht man da durch Analyse irgendwas rauszufinden. Also zum Beispiel sowas wie Anforderungen für ein Programm, dass man irgendwie rausfindet, wenn da ein Auge drin ist und ein Auge ist rund und so. Und dann schreibt man am Ende ein Programm. Und dieses Programm hat man irgendwie mehr oder weniger durchdrungen, weil man ja irgendwie diese Anforderung hatte, dass ein Programm gesteckt hat. Irgendwann durchdringt man das nicht mehr, weil es irgendwie zu kompliziert ist. Aber im Prinzip ist das das Vorgehen von traditioneller Programmierung. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut, wenn man weiß, was man tut. Also wenn man sagt, es gibt folgende Regeln, die sind einfach so, zum Beispiel Gesetzestexte, machst ein Programm draus, würde man nicht ändern. So, das überspringen wir mal, langweilig. Und jetzt andersrum, wenn man datengetrieben entwickelt, das ist eine völlig andere Art und Weise, das haben wir eben auch gemacht. Wir haben also tatsächlich auf der rechten Seite ein Modell rausbekommen, dieses Krümelmonster-Erkennungsmodell. Und da habe ich ja nicht programmiert oder so, habt ihr ja gesehen. Und ich habe auch wirklich von Null angefangen. Und zwar brauchen wir dafür die Daten, Krümelmonster-Bilder, zusammen mit, also meine Bilder, Bilder, wo keiner drauf ist, zusammen mit der Information der Kategorie oder des Labels, wie immer man das nennt, oder der Klasse, was ist denn eigentlich auf dem Bild. Dann haben wir, ohne dass wir es eigentlich so richtig gemerkt haben, haben wir eine Lernstrategie ausgewählt, habe ich für euch gemacht, Supervised Learning, eine Metrik, die habt ihr auch nicht gesehen, das habe ich jetzt irgendwie übersprungen, weil ich irgendwie dachte, ich muss mal weitermachen, sowas, wie man sagen kann, wie finde ich eigentlich raus, ob das gut funktioniert oder nicht. Und bei uns ist es einfach, wie viel von den Monsterbildern, die ich ihm gezeigt habe, erkennt er richtig. Und Qualitätseigenschaften vergisst man auch häufig, sind aber Sachen, die so da zusätzlich noch reinkommen, sowas wie, wo muss das eigentlich laufen? In unserem Fall würde das im Browser laufen. Was für eine Hardware braucht das eigentlich? Unser Ding braucht, damit es vernünftig funktioniert, die GPU. Das sind so Sachen, die sind auf jeden Fall irgendwie festgezurrt. Ob man jetzt sinnvoll drüber nachdenkt oder nicht, ist egal. Also die gibt es sowieso. Und am Ende trainiert man eben, hat das Modell. Und es funktioniert immer dann ganz cool, wenn man es eigentlich nicht so richtig hinschreiben kann. Also wenn du nicht so genau weißt, was du eigentlich brauchst. So ähnlich wie vielleicht tatsächlich mit diesem Stück Code, das, wo man irgendwie denkt, da weiß ich überhaupt nicht mehr, was das ist. Also ich bin davon tatsächlich fasziniert von der Idee. Und dann am Ende vielleicht ein vernünftiges Stück Code rausbekommt, wo man denkt, okay, das verstehe ich. Nochmal zu diesem Beispiel mit dem mit der Programmierung. Bei diesem Decision Tree, von dem ich gesprochen habe, da kannst du auch immer angeben, wie tief darf der eigentlich sein, wie doll darf also mein If dann Else verschachtelt sein, kannst du es dann immer weiter einschränken, kannst gucken, also, wie gut wird es dann, und dann kannst du vielleicht auch sowas rausfinden, wie tief müsste eigentlich dein If dann Else sein, damit es was Sinnvolles ausgibt. Also auf jeden Fall spannend. Gut. Weiter. Auf Text habe ich keine Lust. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Also das ist den, unser Krümelerkenner hat eben aus Paaren von Bildern und Klassifikationen gelernt, haben wir schon gesehen. Verallgemeinert steht hier als Wort. Das ist unheimlich wichtig. Man möchte natürlich nicht nur die Bilder, die ich ihm gezeigt habe, erkennen, sondern auch Bilder, die er noch nie gesehen hat. Und das haben wir in der zweiten Phase ausprobiert. Zwar ist das derselbe Krümel gewesen, den er gesehen hat, aber natürlich in anderen Situationen, Belichtungen, sonst was. Und es hat immer noch funktioniert. Das heißt, die Hoffnung, die man natürlich immer hat, ist, dass es auf bisher nicht gesehene Szenarien übertragbar ist, sonst ist es wertlos. Man tut teilweise auch sehr aktiv Dinge, damit das so ist. Habe ich auch gesagt, Supervised Learning. Es gibt aber noch andere Arten von Maschinenlernen. Supervised Learning ist das hier. Wir haben so einen leichten Überblick, so einen kleinen Überblick hier. Also das Modell imitiert Verhalten. Man hat als Voraussetzung Paare von Ein- und Ausgaben. Wenn man das jetzt nicht hat, weil hat man eben nicht, dann kann man andere Dinge tun, nämlich sowas hier. Man hat einfach nur Daten, also zum Beispiel nur Bilder, und da steht gar nicht dran, was auf dem Bild drauf ist. Und so ein Verfahren an Supervised Learning könnte jetzt zumindest irgendwie erkennen, ah, die sehen irgendwie ähnlich aus, könnte ein Clustering machen und sagen, diese Bilder vom Krümel, die tue ich mal alle in eine Ecke. Das sieht für mich alles irgendwie ähnlich aus. Wenn man überhaupt keine Daten hat, also wenn man nichts irgendwo rumliegen hat und auch nicht ohne weiteres Dinge erzeugen kann, kann man immer noch Reinforcement Learning machen, was so die Einteilung ist ein bisschen künstlich, teilweise auch nicht ganz klar, was wo reingehört, aber sehr gängig. Da kann man
sich Daten durch Experimente erzeugen lassen, meistens über einen Simulator. Da habe ich auch gleich ein Beispiel zu. Und damit das geht, muss man natürlich einen Simulator haben oder man muss in der echten Welt Experimente machen können, ohne dass da Schlimmes passiert. Also ein selbstfahrendes Auto würde man nicht machen, weil da schlimme Dinge passieren können. Aber zum Beispiel, welche Werbung spiele ich für wen aus? Oder welche News bekommt wer jetzt angezeigt? Oder welche Katzenbilder bekommt wer angezeigt? Fällt tatsächlich in die Kategorie verstärkendes Lernen oder Reinforcement Learning. Ich habe jetzt noch mal für die anderen beiden Kategorien Beispiele mitgebracht. Also wir haben jetzt irgendwie ja Supervised Learning gesehen, das haben wir auch schon totgekloppt. Und jetzt habe ich ein anderes Beispiel mitgebracht, was echt ziemlich cool ist, was mich immer noch von den Socken haut. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Das ist eine Anomalieerkennung in also Elektrokardiogrammen, EKGs. Und mal gucken, ich glaube, ich mache mal meinen Monsterdetektor hier zu, weil er immer noch Prozessor zeigt. Cloud auch nichts, nee, scheißegal. Vielleicht brauchen wir den nochmal. Und das funktioniert so. Es gibt ganz viele Beispiele für Herzschläge, die aufgezeichnet wurden. Datensatz von 5000 ist da reingesteckt worden. Und ihr seht die da rechts. Ihr seht rechts noch ein bisschen mehr. Aber das kann man mal kurz ignorieren. Das funktioniert jetzt so, man hat diese Herzschläge genommen, die im Wesentlichen Sequenzen von Werten über Zeit sind, also wie so eine Zeitreihe, hat man genommen, in ein neuronales Netz wie hier unten gesteckt, da zoomen wir mal ganz kurz rein, in so ein neuronales Netz gesteckt, das jetzt hier vorne kommt das rein als Eingabe und hinten versucht jetzt dieses neuronale Netz das so zu machen, dass hinten genau wieder dasselbe rauskommt, was vorne reingesteckt wurde. Das heißt, du steckst vorne ein Signal rein, gibst ihm hinten im Training, gibst ihm dasselbe Signal nochmal und sagst, rekonstruiere mir das mal genauso, wie es reingekommen ist. Das klingt jetzt völlig behämmernd, warum soll man das machen? Man macht es deswegen wegen diesem Ding in der Mitte, diesen Z-Layer hier. Und dieses Z-Layer ist ganz niedrigdimensional. Das heißt, das sind nur zwei Werte, auf die das so ein Signal reduzieren kann. Das heißt, es wird ganz doll komprimiert, doller komprimiert, als man es eigentlich kann. Und von da aus wird es wieder dekomprimiert oder wie man das nennt, also wieder expandiert. Und jetzt ist es so, dass die meisten von diesen Signalen, die da reingesteckt werden, normale Signale sind. Das ist zumindest die Annahme. Das heißt, man hat einfach 5000 Datensätze und geht davon aus, die meisten Leute, die da jetzt beim Arzt waren, die haben nichts am Herz. Das ist zumindest die Annahme. Wenn man jetzt einen Herzpatienten hat, funktioniert das nicht mehr. Dann wird es vielleicht andersrum funktionieren. Und das sorgt dafür, wenn man jetzt also das Netz damit trainiert, ist, dass das Netz viel besser darin ist, normale Herzsignale zu rekonstruieren und nicht so gut darin ist, komisch aussehende Herzsignale wieder zu erzeugen. Und das sieht man hier. Das macht man sich zunutze. Jetzt gehe ich mal wieder hier ein bisschen nach oben. Das macht man sich dadurch zunutze, indem man jetzt also hier nach dem Training die Signale reinschiebt und guckt, wie rekonstruiert eigentlich dieses neuronale Netz das Signal? Und jetzt muss ich mal gucken, wie es hier mit den Farben ist. Also das Blaue ist das Echte. Das ist echt ein bisschen schwer zu sehen, selbst für mich, obwohl ich das auf dem echten Bildschirm hier sehe und hier nur über Zoom. Das Blaue ist das echte Signal. Das Dunkelgrüne, die dunkelgrüne Linie ist die Vorhersage. Und die Fläche dazwischen ist ein Fehler. Dieser Fehler wird dann aufsummiert, quadriert und geteilt durch die Datenpunkte. Und das ist der Wert, der da rauskommt. Und jetzt sagt man, ab einer bestimmten Grenze des Fehlers geht man davon aus, und die Grenze kann man festsetzen, das bedeutet unterschiedliche Sachen, geht man davon aus, dass dieses Signal nicht normal ist. Die Grenze ist hier festgesetzt mit 0,007, wir haben 0,02, also normales Signal. Jetzt können wir mal, das sieht für mich völlig unnormal aus. Ist tatsächlich ein normales Signal, aber unser System würde sagen, guck mal, wir sagen das hier voraus, das sieht so komisch zackelig aus, scheint verrauscht zu sein oder so, ist aber tatsächlich ein normales Signal. Und unser System würde aber sagen, nee, ist nicht normal. Und dann könnte ein Arzt drauf gucken und sagen, ja, das sieht echt komisch aus, aber das habe ich schon 20 Mal gesehen, ist kein Ding, weil da Rauschen auf dem Gerät ist. Jetzt machen wir nochmal ein anderes hier, das hier, das ist tatsächlich anormal oder komisch irgendwie. Ich verstehe das nicht, weil ich irgendwie keine Ahnung von Medizin habe. Das ist das Problem hier. Premature Ventricular Contraction, also irgendwas zieht sich zu früh zusammen.
Und da ist der Fehler extrem hoch. Das heißt, so ein System wäre jetzt in der Lage zu sagen, ohne dass man ihm gesagt hat, was ist richtig und was ist falsch, zu sagen, das sieht irgendwie komisch aus. Das heißt, dieses Unsupervised, was wir uns gerade angucken, ist dafür da, du hast irgendwas, Bilder von Kühen, du hast irgendwie, weiß ich nicht, Bilder von guten, oder du hast gute Programme oder schlechte Programme. Und du gehst davon aus, dass die meisten Programme gut sind. Nee, wahrscheinlich andersrum. Ne? Also man würde wahrscheinlich davon ausgehen, also zumindest nicht bei mir. Bei mir ist das meiste ja totaler Schrott. Und wenn ich dann mal irgendwie doch nochmal einen Diamanten rausgeknallt habe, dann würde ein System dann vielleicht sagen können, Olli, du hast echt heute mal guten Code produziert. Was man damit jetzt machen würde, weiß ich nicht. Aber vielleicht irgendwie gucke ich mir den mal genauer an. Es geht hierbei aber natürlich darum, hauptsächlich zu sagen, das ist ein ganz anderes System oder eine ganz andere Vorgehensweise, nämlich, dass ich nicht die richtige Antwort benutze, obwohl ich sie kenne. Also ich hätte ja hier auch das Supervised trainieren können, indem ich gesagt habe, pass mal auf, das hier ist Ectopic Beat. Ah, ist wahrscheinlich irgendwie ein Schlag, der irgendwie zusätzlich kommt oder so. Ich sehe da natürlich nichts drauf. Für mich ist das alles irgendwie Kindergekrakel. Ein Arzt sieht da, glaube ich, was drauf. Sondern man hat einfach gesagt, das sind alle Signale. Versuch die zu rekonstruieren und dann guck, wie gut du das schaffst. Und wenn du es nicht gut schaffst, sieht es komisch aus. Es gibt eine weitere Information, die man da rausziehen kann, weil wir jetzt auf zwei Dimensionen sind. Das habe ich hier auf zwei Dimensionen reduziert. Jetzt könnte man genauso diese Herzschläge, die man hat, im 2D plotten und zu sehen, was liegt da eigentlich nah beieinander. Das geht hier auch irgendwo. Aber ich überlasse euch das mal. Also hier gibt es einen zweiten Tab, wo man es wirklich auch trainieren kann, auch im Browser. Und wo es ist im Moment nicht trainiert, am Ende auch in dem sogenannten, ach, ich mache es da jetzt einfach mal. Was soll das Gelaber? Wir machen es mal ganz kurz, auch wenn es irgendwie ein bisschen länger dauert, weil es echt ein geiles, also ich bin immer noch total begeistert. So, wir trainieren das mal. Das ist alles wieder das Gleiche. So, trainieren. TensorFlow.js, wie gehabt. GPU fängt an zu zappeln. Und das ist echt ein ziemlich geiler Plot hier unten. Hör mal mit Trainieren auf. Würde ich gerne. Komm. Okay. Dieser Plot hier unten ist tatsächlich diese sogenannte Bottleneck, diese zwei Werte in der Mitte, dieser Z-Layer. Und die Farben geben jetzt an, ist das ein normaler oder abnormaler Wert? Und ihr seht, dass die Normalen alle beieinander sind und die Abnormalen auch alle beieinander. Das heißt, diese Repräsentation in der Mitte hat noch zusätzlich, wenn ich da jetzt rangehe, noch zusätzlich interessante Informationen für mich. Vorstellbar ist, wenn ich da jetzt Monster, mich und nichts reintue, dass alle Monsterbilder auf einem Haufen sind, alle Ich-Bilder auf einem Haufen und alle Hintergrundbilder. Kann ich jetzt nicht beweisen, aber wird wahrscheinlich so sein, wenn man das vernünftig hinkriegt. Und dann weiß das System natürlich immer noch nicht, das ist Monster. Aber wenn ich jetzt einmal ein Label drauf mache, Monster, einmal ein Label Olli, einmal ein Label nichts, dann hätte man quasi schon sowas wie diese semantische Information, ohne dass du es jetzt explizit im Training hast reinstecken müssen. Ja, okay, super geiles Beispiel. Warte mal. Ah, ich sehe hier weitere Fragen. Nur mal kurz weg, nein. Also hier ist eine Frage von Nico. Mal sehen, wie alt die sind. Ah, gerade erst gewesen. Könnte man ein Unsupervised Learning für Application Monitoring, CPU, Response-Zeit verwenden, um Betriebssteuerung zu erkennen? Oder sagt jemand, wird genauso gemacht? Cool. Ich kenne nur, also vielleicht kann Benjamin dazu gleich was sagen. Das Einzige, was ich kenne, ist von Elasticsearch. So ein Monitoring-Ding auf Log-Basis. Das musst du, glaube ich, bezahlen. Elasticsearch musst du ja sonst nicht bezahlen. Das ist in irgendeinem Enterprise-Package drin. Soll jetzt auch keine Werbung sein. Benjamin, was kennst du? Magst du es mit uns teilen? Finde ich nämlich auch total spannend. Ich habe zwischendurch mal mit Benjamin gechattet, aber der ist im Browser, der hat wohl kein Mikro zugang. Ah, schade. Okay, ah, schade. Vielleicht, wenn du einen Link hast für uns oder so, ich glaube, wir sind ja alle auch irgendwie hier mehr oder weniger Programmierer. Ich finde es cool. Wie gesagt, das Einzige, was ich kenne, ist Elasticsearch. Ich kann es mal einmal vielleicht kurz googeln. Wenn ich es nicht sofort finde, traue ich es mich auch nicht. Elasticsearch.
Es heißt, glaube ich, nicht Machine Learning. Doch, es heißt Machine Learning. Das, so einfach kann es sein. Okay, das hättet ihr jetzt auch googeln können. Mein Ding ist nichts wert, ist mir klar. Aber jetzt habe ich es gesagt, jetzt mache ich es. Okay. Ich muss mir das jetzt, also, Ausreißer, genau, sowas. Ausreißer und Anomalieerkennung, das meinte ich hier. Das heißt, das Ding sagt dir dann irgendwie, irgendwas sieht nicht so aus, wie das aussehen sollte, anhand deiner Logs. Und dann musst du wahrscheinlich erstmal gucken, was das ist. Ah, es gibt Startups. Ach, Anomalieerkennung, genau, wegen der Elasticsearch. Ich glaube, am Ende ist es aber immer noch so, dass du siehst, da ist irgendwas komisch, ob das jetzt ein Attack ist, ob irgendwie die Hälfte deiner Server unten ist. Also ich glaube, typischerweise funktionieren die Dinger dann ja auch so, dass du dann irgendwie einen Alarm kriegst und dann musst du als Mensch sowieso gucken, was da los ist. Also es gibt manchmal auch so Regeln, die du hinschreibst, dass du sagst, wenn das und das oder du so und so viel 500er hast, dann guckst du mal. Wie gut das funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Das habe ich noch nie benutzt. Aber auf jeden Fall auch cool. Dankeschön, Benjamin. Das freut mich übrigens, dass ihr da was tippt. Ihr könnt diese Sachen auch alle sofort machen. Alles, was ich hier ausgesucht habe, ist im Browser. Also alles ist einfach nur ein Klick und dann geht es, wenn ihr zumindest ein bisschen GPU habt und meint, das ist ein Laptop hier, auf dem ich das mache. Ne? Das ist jetzt nicht Superstar Gaming PC. Das heißt, das funktioniert auch überall. So, die Umfrage kriegen wir jetzt nicht hin, aber vielleicht denkt mal drüber nach. Wenn ihr jetzt so einen Robodoktor hättet und der Robodoktor ist in der Lage, mit 95% richtig zu sagen, ob ihr irgendwas habt, ob ihr, weiß ich nicht, macht eine Diagnose 95% richtig, aber weil der eben viel schlauer ist als wir Menschen, kann er das nicht erklären. Geht eben nicht. Ist eben jenseits dessen, was wir begreifen könnten. Oder das neuronale Netz hat so viele Parameter, kann man nicht erklären. Möchtet ihr lieber das oder möchtet ihr lieber einen Arzt, der mit 80% richtig liegt und erklären kann, wie er drauf kommt? Da wir das jetzt irgendwie hier nicht, also ich weiß nicht, ob man so ein Vote so ad hoc machen kann, ich glaube nicht. Vielleicht gibt es eine Stimme dazu. Aha, hier sagt jemand, ich nehme den Machine Learning Arzt und frage dann den jungen Arzt, ob er mir das... Beides finde ich echt eine coole Antwort. Bin ich natürlich nicht zufrieden mit, weil ich ja irgendwie an einer Kombination von beiden... Ja. Ich hatte gedacht, hier kommt ein bisschen Stimmung in die Bude, aber so leicht geht es nicht. Ne? Also das würde ich, glaube ich, auch tun. Kommt drauf an. Oh ja. Ich würde auch immer genau dasselbe denken. Genauso wie mit dem Ding, das wir da eben gesehen haben. Die Maschine guckt drauf und sagt, das sieht für mich okay aus oder es gibt ein Problem oder es gibt folgendes Problem. Es gibt aber auch manche Bereiche, die sind so komplex geworden. Ich habe mal was gemacht für eine Firma, die jetzt kommen bei den Impfstoffen, Ich habe mal was gemacht für eine Firma, die muss so für bestimmte, auch alles natürlich keine schönen Themen, für bestimmte Krebsarten das richtige Medikament rausfinden und das kann man als Wald- und Wiesenarzt wohl gar nicht mehr schaffen. Und so eine Unterstützung, die vielleicht auch auf sowas basiert, das kannst du auch einfach irgendwie Datenbank-Query machen, kann ja auch interessant sein, dass du vielleicht dieses Übermenschliche, dass dir zumindest die Maschine sagt, guck mal dahin und du dann mit deinem menschlichen Verstand das überprüfst, kann ich mir zumindest ziemlich gut vorstellen. Insbesondere in so einem Bereich wie Medizin. Ach, jetzt schreibt hier jemand Bots zur Krebserkennung. Aha. Okay, man hört nichts mehr davon. Es gibt Firmen, die machen das mit deutlich hemdsärmeligeren Geschichten als mit Maschinenlernen. Die sammeln einfach unglaublich viel Literatur, haben Biologen, Mediziner, die lesen Paper, gucken, bei welcher genetischen Veranlagung von Krebs welches Medikament gibt. Typischerweise gute Krankenkassen machen auch sowas, sie machen eine genetische Analyse von dir und dem Krebs und dann musst du das, wird es natürlich noch komplizierter, das richtig rauszufinden. Ist auf jeden Fall was, wenn man nochmal Bock hat, irgendwie was Gutes für die Menschheit zu tun. Vielleicht interessant. Gut, okay. Also meine Umfrage hat so mittel geklappt. Keine Stimmung in der Bude. Ah, sehr schade. Das Letzte, also nicht das Letzte in meinem Vortrag, es ist ja irgendwie auf 5,5 Stunden hier, glaube ich, inzwischen angesetzt für mich selbst, ist Reinforcement Learning. Und es gibt dieses System hier. Ich glaube, ein paar von euch haben es auch schon mal gesehen, LC0. Das ist, also irgendwo muss man das auch ein bisschen, irgendjemand hat das mal ausprobiert und dann
war es überraschend schwach. Ich glaube, man muss das irgendwie auf ein bisschen mehr Bums einstellen. Ich erinnere mich aber nicht mehr, wo das ging. Also irgendwie konntest du es irgendwie ein bisschen cooler machen. Ich glaube, es ist dieses Netzwerk hier. Ein geileres Netzwerk. Du musst dem, glaube ich, auch noch irgendwie mehr Bedenkzeit geben, damit er irgendwie halbwegs gut spielt. Ich traue es mich jetzt vielleicht auch gar nicht mehr. Mal restart hier. Und dieses System hat tatsächlich durch Spiel gegen sich selbst gelernt, zum einen, wie spielt man cool Schach, und dann aber auch in einer Qualität, dass es zumindest um dass es konkurrieren kann um das beste Schachprogramm, das es gibt. Also es gibt, mit Namen, wie heißt denn noch das richtig gute Schachprogramm, das klassisch implementiert ist? Das Beste. Nee, Battle Chess nicht. Irgendwas mit S. Irgendjemand, sonst ist auch vielleicht egal. Also das ist, glaube ich, auch oft Schachweltmeister gewesen. Ist egal, auf jeden Fall. Dieses Ding hier hat die Blue. Nein, die Blues ist, nein, Fritz auch nicht, nee. Die Blues war längst abgebuddelt. Fritz, nee. Ich weiß es nicht mehr. Warte mal. NC0 World Stockfish. Da ist es doch. NC0 versus Stockfish. Wie der Moment der Stand ist, weiß ich nicht. Aber die haben auf jeden Fall so ein Battle abgezogen und es war mir nicht klar, wer cooler ist. Und dieses überhaupt nicht programmierte System oder fast gar nicht programmierte System hat entweder über diesem Niveau von Stockfish gespielt oder zumindest in der Nähe. Das machen wir jetzt mal eben nicht. Und wie funktioniert das? Also das System, das quasi dem zugrunde, na, eigentlich nicht. Also die ursprüngliche Idee ist ein System, das AlphaZero hat, beschrieben worden. Die haben aber nie ihren Algorithmus rausgerückt und deswegen haben diese LC0-Leute das nochmal nachgebaut und lassen das auch trainieren in so einem Shared-Modus. Das heißt, ihr könnt ein bisschen von eurer Rechenzeit abgeben, könnt das damit trainieren. Dem Ding werden nur die Spielregeln gesagt. Also eine neuere Version MyZero braucht nicht mehr die Spielregeln. Und dann spielt das Ding gegen sich selbst und lernt die Position, die es hat. Also du siehst irgendeine Position, also die hier jetzt meinetwegen, also das hier. Dann lernt das System durch das Spiel gegen sich selbst eine Bewertungsfunktion. Im klassischen Schachprogrammierungsding ist es so, du musst die Bewertungsfunktion selbst schreiben und irgendwie auch ganz gut tweaken. Und den mache ich fertig, sage ich euch. Sieht keine Schnitte. Manchmal zählt man einfach nur irgendwie Figur mal, weiß ich nicht, mal Wert oder so. Da gibt es eben unterschiedliche Bewegungsformen. Naja, okay, hätte ich mir denken können. Ne? Das würde mir alles noch sehr leid tun. Also so on the fly mache ich wahrscheinlich jetzt nicht fertig. Und das findet er raus, indem er eben gegen sich selbst spielt. Und am Ende, quasi, wenn die Partie zu Ende ist, weiß er eben, hat es geklappt oder nicht. Also AlphaZero, genau. AlphaZero, nee, AlphaZero heißt das nicht. Gut, und jetzt wird es ein bisschen, ich glaube, das ist eigentlich das Schlimmste, was ich so zu zeigen habe. Also die Geschichte, ob er jetzt weiß, ob quasi eine Stellung gut ist oder nicht, die findet er daraus, indem er von dieser Stellung aus das mehrere Spiele bis zum Ende durchspielt. Und nicht quasi alle deterministisch, wie das beim klassischen Schachprogramm wäre, sondern durch sogenannte Monte-Carlo-Experimente. Das heißt, man macht nur ein paar Versuche. Und diese Grafik fand ich eigentlich zu geil, habe ich aus Wikipedia geklaut, Pi berechnen, indem man einfach randommäßig ein paar Punkte ausprobiert und die hier einzeichnet und guckt, sind die weiter weg als 1 von diesem Punkt? Also die roten sind nicht weiter weg und die blauen sind weiter weg. Und dann bildet man also den Quotienten aus wie viel sind drin und wie viel sind draußen und kriegt dadurch zum Beispiel Pi super angenähert. Das ist die Idee von so einem Monte-Carlo-Ding. Du machst nicht alle und du gehst da auch nicht irgendwie jetzt irgendwie analytisch ran, sondern du machst ganz viele Experimente und guckst dann am Ende, was kommt da raus. Und je mehr Experimente du machst, desto besser. Das ist echt ein bisschen hart für die Uhrzeit, aber vielleicht nur, dass ihr irgendwie mal diese Folie gesehen habt und wisst, was passiert. So, das heißt, in diesem Monte-Carlo-Research hat man, das ist jeweils eine Stellung in dem Schach. Und da steht irgendwie auch drin, wie viele Partien wurde gespielt und wie viel habe ich davon gewonnen. Also hier habe ich irgendwie ziemlich viel gewonnen.
Also man sagt, man sucht sich irgendeinen Knoten aus, das ist der hier unten, dann expandiert man den, sagt so, wie geht's jetzt, wie könnte man jetzt weiterspielen, mit welchem Zug, spielt dann eine ganze Reihe von Simulationen bis zum Ende durch, also gegen sich selbst. Nicht alle, das ist nicht machbar, sondern ganz viele bis zum Ende und guckt dann, wie viel habe ich davon gewonnen? Also wie viel, also habe ich die Mehrzahl davon gewonnen und propagiert das dann quasi nach oben, um eine bessere Bewertung für jede dieser Spielsituationen zu bekommen. Ist jetzt viel zu hastig erklärt, als dass man es irgendwie verstehen könnte. Aber die Idee soll eigentlich nur sein, man macht sowas wie eine Graphensuche oder eine Baumsuche, so wie man es vielleicht auch beim klassischen Schachprogramm machen würde, aber nicht mehr einfach alles einmal durchsuchen, sondern eine bestimmte Anzahl von Simulationen bis zum Ende. Und was man expandiert, ist typischerweise der Knoten, der am interessantesten aussieht. Und dadurch kriegt man so eine Bewertungsfunktion, ob ein bestimmter Knoten, ob eine bestimmte Spielsituation interessant ist. Könnte man sich noch stundenlang darüber unterhalten, ist aber ein relativ gutes Beispiel für sogenanntes Reinforcement Learning. Das heißt, du hast keine Daten, erzeugst sie durch, in diesem Fall, simuliertes Spielen und trainierst damit dein System. Also in diesem Fall dieses Netzwerk, das Bilder erkennen kann. Und das wird nicht jetzt auf dem Foto von der Spielposition, aber quasi durch die Position, also quasi die Spielfiguren sind abstrakt da dargestellt. Das wird darauf losgelassen und lernt dann, was ist eine gute Stellung, was ist eine schlechte Stellung. Und macht dann typischerweise die gute Stellung, nicht die schlechte. Jetzt wäre eigentlich ausprobieren und Fragen dran gewesen. Ich bin in meinem Zeitmanagement völlig am Ende, deswegen machen wir das nicht. Enthalte euch das vor. Ich muss doch gleich mal überlegen, wie lange wir hier eigentlich noch machen. Das hier ist aber noch, also im Moment ist es noch absolut Muss. Das heißt, das müssen wir uns im Moment noch reinziehen, um zumindest ein bisschen eine Idee zu bekommen. Dieser Entscheidungsbaum ist eigentlich auch super, finde ich. Und zwar, wenn ihr jetzt Maschinen dann machen wollen würdet oder euch fragt, kann man Maschinen dann machen oder nicht, dann fragt ihr euch erstmal, habe ich eigentlich Daten? Und so ist ja, habe ich. Dann habe ich passende zueinander passende Ein- und Ausgaben. Und wenn du sagst, ja, dann kannst du auf jeden Fall überwachtes oder supervised Learning machen. Wenn da keine sind, kannst du immer noch unüberwachtes Lernen machen. Also das mit dem Herzschlag, das hier war das mit dem Monster. Wenn du keine Daten hast, dann kannst du dich fragen, kannst du das vielleicht durch eine Simulation wie bei Schach? Nein, du kennst die Regeln. Du weißt, wie der Hase läuft. Musst du nur Bums drauf machen, also richtig irgendwie Rechenpower. Also wenn du das kannst, kannst du vielleicht verstärktes Lernen machen, supervised Learning. Und wenn nicht, geht wahrscheinlich kein Maschinenlernen. Also auch so. Klappt einfach nicht. Schade. Pech gehabt. Traurig. Das ist vielleicht einfach nur so ein, das wäre der Spickzettel in der Schule. Da habe ich jetzt keinen Bock zu. Wir sind ja alle Programmierer und deswegen würde ich zumindest noch mal ein bisschen was machen, wie man den ganzen Wahnsinn eigentlich umsetzt. Aber vielleicht einmal kurz mal gucken, was hier noch so steht. Also hier sind Fragen. Könnte man dem L2Zero auch Schachspiele geben und damit lernt es? Also gespielte Partien, vermute ich, ist damit gemeint. Sowas kann man machen. Also es gibt, ich glaube, auch eine frühere Version von diesem, das hieß ja nicht AlphaZero, sondern AlphaGo. Nee, Quatsch, Alpha, wie hieß denn das noch? Nicht AlphaZero. Es hieß AlphaGo. Ich glaube, das war aber nur für Go gedacht. Und das fing damit an, dass zumindest dem am Anfang gute Partien gezeigt wurden. Dieses AlphaZero, dem hat man gar keine Partien gezeigt. Also keine, oder nicht sowas wie, dass man sagt, so, jetzt spielst du das. Das wäre dann ja auch sowas wie Supervised Learning gewesen. Könnte man kombinieren, AlphaZero macht es nicht. Gibt es sonst eine Frage bis hierher? Ich laber ganz schön viel. Da seid ihr noch da, aber ist schlimm, geht noch. Also die Frage ist, habe ich was zu NLP? Nein, in diesem Vortrag habe ich nichts zu NLP. Ich habe einen Blogpost. Wenn ich meine Maus wieder finde. Ich habe schon das Gefühl, die ersten verabschieden sich hier schon. Kann ich auch kein Bier nehmen. Das ist ja auch irgendwie langsam Bierzeit. Oh nein. Oh, unser Blog geht nicht. Oder ist es tatsächlich ein Hups? Das sieht echt komisch aus. Also das scheint eher ein Problem auf meiner Seite zu sein. Irgendwelche Name-Server-Geschichten. Macht mich aber doch ein bisschen nervös. Naja. Ich
hätte einen Blogpost, würde ich da jetzt rankommen. Also den muss ich irgendwie auch später vertrösten. Können wir auch machen. Der Blog geht. Okay. Keine Ahnung, ey, ich habe Telekom. Oh, ach nee, doch nicht. Neu, sagen wir mal Firefox aufmachen. Mal sehen, ob das geht. Also, ist natürlich irgendwie ein bisschen doof, ne? Nein. Ist natürlich ein bisschen doof, jetzt irgendwie während des Vortrags zu sehen, dass man vielleicht ein Produktionsproblem hat. So, einen Moment. Okay, das vergessen wir einfach mal. Ich blitzdingse mich jetzt mal. Ich habe nichts davon gesehen. Ich schicke das später. Ja, jetzt möchte ich mal einmal kurz überlegen, was ich euch wirklich noch gerne zeigen würde und was ihr auch mal ausprobieren könnt. Also das hier ist lustig, aber vielleicht nicht gehaltvoll genug. Doch. Ach, machen wir das doch einfach mal. Und zwar, wenn man sich jetzt fragt, wie setzt man sowas um, dann kann man sich immer auch die Frage stellen, wie flexibel muss man eigentlich sein? Was braucht man dafür eigentlich? Muss man das alles jetzt von Null bauen oder nicht? Und wir haben mal so eine Grafik gemacht, wo auf dieser Achse die Flexibilität eurer Lösung abgebildet ist. Also je höher, desto flexibler ist die Lösung. Also kannst du alles möglich mitmachen. Und hier auf dieser Achse ist, wie viel man drauf haben muss. Also wie viel man sich antun muss, wie lange man warten muss, bis man irgendwas machen kann. Und das wird also in dieser Achse immer schlimmer. Ihr seht aber auch, dass das hier so perlenkettenmäßig ist. Das heißt, je flexibler ihr sein wollt oder je doller ihr ans Eingemachte wollt, desto mehr müsst ihr verstehen. Und häufig ist es aber gar nicht so, dass man hier oben hin muss. Das könnte ich zum Beispiel selbst nicht. Und das vielleicht was reicht, dass man sagt, nimm doch eine vorgefertigte API. Und das können wir uns mal angucken. Da hat Google was für uns gemacht. Also zum Beispiel eine API, die man hier unten erreichen kann. Könnt ihr immer gleich draufklicken, mit der man natürliche Sprache, in dem Fall anhand ihres, wie heißt ein Sentiment auf Deutsch, ob man fröhlich ist oder nicht, des Gefühls klassifizieren kann. Und ich habe jetzt hier gesagt, Hilfe, wir werden vom Monster angerufen, wir brauchen dringend eine Warn-App. Und dieses System kann jetzt das gesamte Dokument, also meinen gesamten Text angucken und sagen, oh, der Score ist negativ, also da ist irgendwie jemand nicht fröhlich. Und Magnitude habe ich selbst nie verstanden, aber das ignoriere ich immer. Und es kann auch für die einzelnen Sätze sagen, wie es aussieht. Also hier, der ist offensichtlich nicht so negativ wie der. Weiß auch nicht genau warum, aber auf jeden Fall erkennt es, dass beide Sätze negativ sind. Das kann auch Deutsch, das System, also es kann unterschiedliche Sprachen. Da gibt es die Support-Systeme und das klappt eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich im selben Cloud-Service, allerdings jetzt für Vision, mal mein Monster reingehauen. Und jetzt sagt es aber, nee, also das ist ein Hut. Also ist natürlich kein Hut. Aber man sieht ja daran auch, also oder was ich daran, so wie ich das interpretiere, ist, dass eben so ein Ding hier nicht in dem Datensatz drin ist, das Google zur Verfügung hatte, um sein System zu trainieren. Da gab es dieses Monster nicht. Das heißt, da würde man jetzt schon rausfallen und sagen, okay, für das erste habe ich vielleicht ein vorgefertigtes Modell nehmen können, aber für das zweite hier, für mein Monster, da kann ich es nicht, weil das einfach zu speziell ist. Das heißt, da müsste man sagen, okay, das kannst du also nicht machen. Da musst du irgendwie vielleicht ein off-the-shelf neuronales Netz nutzen. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Also dieses neuronale Netz, das hinter dem Ding hier steckt, das haben wir ja nicht selbst gebaut oder irgendwie, da sehen wir nichts. Da ist eins hinter, das wissen wir aber gar nicht. Oder das weiß ich, aber das muss man nicht zwingend wissen. Das heißt, wir haben off the shelf ein neuronales Netz genommen, weil das gut genug ist, um unsere Aufgabe zu lösen. Wir haben selbst Daten erzeugt und selbst trainiert, sind aber quasi auf dieser Leiter jetzt einen nach oben getrappelt. Dahin. Und immer noch so, dass man sagen könnte, wenn man jetzt das Konzept versteht und dass man so ein bisschen guckt, klappt das eigentlich oder nicht, dass man ein bisschen methodisch vorgeht, könnte das jeder von euch irgendwie in ein paar Tagen, vielleicht in weniger, könnte so ein System basteln. Und das geht eben jetzt immer weiter nach hier oben, weil man irgendwie meint, aha, okay, ich muss das Netz selbst aufbauen oder ich brauche jetzt wirklich total komplexe Sachen, wird es eben nach hier oben immer schwerer. Aber so ein erster Start muss nicht unbedingt schwierig sein. So, das wäre hier was zum Runterladen, egal.
Ich muss mal eben kurz gucken. Also ich würde jetzt irgendwie so langsam sogar schon zum Schluss kommen. Was wollt ihr machen? Wollt ihr es mal ausprobieren oder soll ich ein bisschen mehr zeigen? Ausprobieren? Macht das mal. Also tut mal was auf, tut da mal was drauf. Ich zeige es einmal kurz. Ich habe gesagt, es ist schön interaktiv. Und jetzt beraube ich euch dessen. Zumindest geht das. Ich hatte schon Angst, dass jetzt irgendwie gar nichts funktioniert. Man muss ein bisschen runterscrollen. Eigentlich sollte hier auch langsam was kommen. So. Aha. Also wer es als erster gefunden hat, sagt mal. Also unten müsste irgendwo dieses Online-Demo kommen. Startet. Ah, nee, warte mal. Hey. Oder habe ich schon überscrollt? Jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. Warte mal. Also klickt mal irgendwie auf Get Started oder so, mal sehen, ob es dann geht. Vielleicht, also da ändern sich auch ab und zu mal wieder irgendwelche Links. Resources? Nee. Warte mal. Jetzt zeige ich euch hier einen Link und der geht gleich nicht. Das ist ja alles ein bisschen schade. Ah. Ach da, es ist ganz oben, also fast schon zu doof oben, also hier, also da, das heißt also, nochmal Drag and Drop, also es geht schon, aber es ist ganz, also ich wusste schon, dass ich es überscroll, habe ich es trotzdem gemacht, weil ich ziehe da jetzt mal irgendwie mein Monster drauf, das ist ja genau mein Monsterbeispiel, macht ihr mal irgendwas und lasst mal gucken, ob das überhaupt irgendwie geht, also ich ziehe den Monster drauf, so. Okay, mein Bild heißt sogar monster.jpg. Ach so, aha, Capture. Ich bin kein Roboter. Mal sehen. Also da könnte man ja fast denken, mein monster.jpg könnte da so seine Schlüssel ziehen. Was habt ihr? Habt ihr irgendwas, was geht? Weil bei mir scheint er irgendwie hier relativ lange zu brauchen. Hat jemand was Cooles? Ein Bild, das geht? Also bei mir ist immer noch Hut leider. Also Monster sind wohl nicht so. Also hier sieht man auch noch so, was er sonst noch so, also was er quasi da so erkannt hat. Also blau ist es, Spielzeug, interessant, Textil. Das weiß ich nicht, was das heißt. Aqua ist auch eine Farbe, Tier ist, glaube ich, auch eine Farbe. Stuffed Toy ist ja eigentlich ganz cool. Und trotzdem denkt er, ist ein Hut. Also so mittelgut. Ne? Was habt ihr für Ergebnisse? Irgendwas Gutes. Ah, okay, und hier ist auch noch Safe Search, also ist das irgendwie Erwachsenen-Content oder so. Ziemlich unwahrscheinlich, das hat er relativ gut erkannt. Ist da Gewalt drin? Auch unwahrscheinlich, aber jetzt ist er sich nicht mehr ganz so sicher. Finde ich schon lustig. Also, das Ding hier, wenn ihr das selbst machen wollt, es ist einmal runtergescrollt, man übersieht es irgendwie sofort. Also da ist irgendwie dieses Drag-and-Drop-Ding. Ergebnisse. Habt ihr was Cooles? Macht's mal. Ah, haben wir also einen Screenshot von jemandem? Maus. Ich mache mal einen Screenshot hier auf. Wer hat es geschickt? Max hat es geschickt. Gespannt. Ach, hier unser Freund. Okay. Boah. So mittel, ne? Also hier unser, wie heißt der Typ noch hier, dieser Java Freddy hier? Carmine Circle Graphics. Wie heißt der? Duke. Okay, also den Duke kennt er nicht. Ne? Ist ja auch irgendwie, vielleicht ist er Oracle, das System. Duke, genau. Und was habt ihr noch? Also Screenshot von Anwendern kannt als Computerprogramm. Screenshot, ganz cool. Ich wünschte, wir hätten noch mal irgendwas anderes. Noch einen kommt. Einen brauchen wir noch. Irgendwas anderes Cooles. Ich habe hier in meinem Download überhaupt nichts. Und ansonsten traue ich mich nicht auf mein Bild. Im Screenshot kam da noch ein Bildschirmfoto. Das ist noch ein zweites von Frank. Ah, okay. Ah, super.
Wunderbar. Safe. Das hat funktioniert, oder? Oh, wow. Das stimmt, ja. Nicht schlecht. Was ist es denn? Cochen Castle ist irgend so eine Burg irgendwo? Ja, genau. Bei Cochen. Und wo ist Cochen? Also ich oute mich jetzt als... Das ist Rheinland-Pfalz. Am Rhein. Ja. Rhein ist ja lang, ne? Was ist denn da? Rhein abwärts von hier. In der Nähe? Das ist nicht so weit. Mainz und Koblenz. Ah, ja, genau. Okay, cool. Also so schlecht ist es nicht, ne? Aber spezielle Sachen, naja, vielleicht geht nicht gut, ne? Habt ihr noch mal irgendwas total Abgefahrenes? Irgendwas total Blödsinniges? Ich habe zwar gesagt, wir machen nur noch einen, aber aha, da kommt noch eins von Annika. Mal sehen. Annika hat heute schon was gewonnen, also wir erwarten Großes. Aber kein Druck, kein Druck. So. Ha! Okay, also das soll ein Tier sein. Und lustigerweise zweimal dasselbe, aber mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit. Vielleicht das, seht ihr da ein Tier? Also wo kann man da, wo ist da das Tier? Seht ihr auch nicht, oder? Vielleicht irgendwie so eine Maus oder so? Mit den Ohren hier oder was? Wie kann man das interpretieren? Ach so, er sieht zwei Tiere, jetzt sehe ich es. Also deswegen zweimal Animal. Also das hier ist einmal die Bounding Box um dieses Tier, die Maus, und das andere ist eben der Seeigel oder so, oder diese, ja, weiß ich nicht, sowas in der Art. Ja, gut. Sieht man schon, wenn man es echt ernst meint, wenn man das Ding fordert, dann ist relativ schnell Schluss. Ne? Würde man ein System bauen, das exakt sowas erkennt, auch mit diesem, was ich euch gezeigt habe, mit diesem Teachable Machine, das würde relativ schnell funktionieren, weil man eben sagt, darauf lege ich es an. Und dieses Modell ist natürlich total allgemein. Also, schon mal ziemlich cool. Ich habe das Gefühl, wir können noch ein weiteres Experiment machen. Das scheint irgendwie... Ah, okay, da kommt noch eins von Melanie. Ah, Melanie kenne ich. Glaube ich zumindest. Mal gucken. So. Wo ist es denn? Das hier. Ha! Okay, also hier sehen wir die Bounding Boxes nicht, aber so schlecht ist es nicht. Ne? Schuhe, drei Stück, ich sehe drei Schuhe. Ach, das ist ein Krakenmädchen oder was ist es? Oder eine, ach, das ist ein, hier dieses GitHub-Katze, oder? Katzenkrake, oder nicht? Laptop stimmt, Glasses, ist eigentlich ganz gut, ne? Also nicht so schlecht. Also ich bin zumindest relativ beeindruckt. Octocat, genau, Octocat, genau. Ah, ziemlich cool. So, alles klar. Ich mache jetzt hier mal alles zu, was mich jetzt hier bisher gestresst hat. Da ist der Embark-Block und jetzt kann ich euch auch Maschinenlernanwendung-Text hier mal teilen. Ich glaube, es passt sogar, es könnte sogar zur Frage passen. Das könnt ihr gleich selbst sehen. Das machen wir alles mal zu. Ah, nee, das machen wir nicht zu. Da hängen auch schon Leute rum in dem Raum. Also ich denke, da müssen wir uns demnächst auch hinbewegen. Aber ich möchte noch eins machen, weil es echt cool ist. Vielleicht kennt es auch ein paar schon von euch. Das habe ich dreimal anmoderiert, das muss ich auch tun. Und zwar haben wir jetzt ja sowas gesagt wie, man kann Off-the-Shelf-Netzwerk benutzen, haben wir gemacht, bei dem, was wir vorhin gemacht haben. Und jetzt bewegen wir uns noch einmal in dieser Treppe hier ein bisschen nach oben, nämlich ein neuronales Netz selbst aufbauen, dass ihr zumindest eine Idee davon kriegt, was bedeutet das eigentlich? Und es wird nicht so doll wehtun, wie ihr fürchtet. Also gemacht, scheiß drauf. Das hier ist das, was wir machen. Ich denke, ein paar kennen es schon. Und ich muss es mal eben erklären. Das ist jetzt noch nicht für Bilder. Das nächste wäre jetzt für Bilder. Und das überlasse ich euch dann aber für zu Hause. Und was man hier sieht, ist ein neuronales Netzwerk. Das heißt, das sind Neuronen, das ist Neuron, das und das auch. Man ist am Anfang ziemlich erschlagen davon, was man hier alles sieht. Ich habe jetzt mal das noch erschlagener gemacht, indem ich ein paar Neuronen dazu gemacht habe. Weißt, hier machst du Neuronen dazu, weniger. Du kannst neuronale Netze in Schichten organisieren.
Und wenn man davon ein paar hat, nennt man das Deep Learning, weil man mehrere Schichten hintereinander hat. Ist jetzt ein bisschen banal dargestellt, aber im Wesentlichen ist es das. Das heißt, ich kann in mehr Schichten geben oder weniger. Und jedes Neuron ist jetzt in der Lage, eine Linie zu zeichnen. Das können Neuronen. Neuronen können nicht mehr. Zumindest diese Art Neuron kann eine Linie malen. Und was ich gerne machen möchte, ist, dass ich in diesem Matsch hier von Punkten, ne, erinnert vielleicht ein bisschen an das, was wir vorhin gesehen haben, nämlich sowas wie, ist irgendwas ein normaler Herzschlag oder nicht. Da möchte ich es eben so hinbekommen, dass dieses neuronale Netz eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Punktarten hinbekommt. Das heißt also irgendwie eine Linie oder irgendeine Art Grafik malt, die diese beiden Bereiche voneinander trennt. Und das sollt ihr gleich selbst machen, deswegen löse ich es nicht für euch, sondern ich mache es jetzt mal so, dass es nicht lösbar ist. Das heißt, ich nutze jetzt mal ein Neuron. Wir haben zwei Eingaben. Das eine, die eine Eingabe ist, wartet mal, vielleicht male ich mal eben da drin. Warte mal. Das heißt also, die eine Eingabe ist dieses hier. Die andere Eingabe ist das hier. Und da kann man sich was zu denken, muss man aber nicht zwingend. Und jetzt gibt dieses Neuron einen bestimmten Wert aus, dieses hier. Und das ist, dieser Wert ist zwischen minus 1 und 1. Und die Helligkeit dieser Farbe hier, das ist zum Beispiel das hier, gibt an, wie ist dieser Wert, dieses Neuron ausgibt. Das heißt also, was ganz tief orange ist, ist minus 1 und was ganz tief blau ist, ist plus 1. Und jetzt interpretiert man das so, wenn irgendwas ganz tief blau ist, ist die Vorhersage von dem Neuron, ich glaube, dass quasi alle Punkte in dem Bereich, die ich jetzt blau mal, sollten blau sein. So ist quasi meine Klassifikation. Und alle Punkte im Bereich, die orange sind, die sollten nach seiner Klassifikation orange sein. Gut, im Moment sieht das total bekloppt aus, weil dieses Netzwerk nicht trainiert ist. Jetzt kann ich das aber trainieren und das macht man hier oben. Also ich habe mein Netzwerk konfiguriert, Schritt 1. Das mussten wir vorher nicht machen. Die anderen Schritte mussten wir vorher auch machen. Das heißt nämlich mit dem Trainieren anfangen. Jetzt checkt er da diese Werte durch und anhand eines mathematischen Verfahrens, das hier nicht interessiert, versucht er jetzt, relativ verzweifelt, weil ihr ahnt schon, mit einer Linie schaffe ich das eben nicht, versucht er jetzt mit diesem einen Neuron das hier vernünftig zu trennen. Hier oben sieht er, wie gut er das schafft, nämlich irgendwie ungefähr 40% richtig. Nee, Quatsch. Nee, 40% falsch, ist ja Quatsch. Das heißt, 40% der Vorhersagen sind falsch und 60 sind richtig. Also er hat es irgendwie schon geschafft, dass diese blauen hier alle richtig sind, dass diese orangen alle richtig sind, aber diese anderen orangen sind alle falsch. Und eure Aufgabe ist es jetzt, ich hoffe, dass das noch keiner gemacht hat, ein neuronales Netz zu bauen, indem ihr hier ein paar Neuronen, also eins ist offensichtlich zu wenig, indem ihr ein paar Neuronen dazu macht oder vielleicht ein paar Layer dazu macht, ein neuronales Netz zu bauen, dass das kann. Und zwar, dass diesen Fehler, den Vorhersagefehler, nah an Null bringt. Hier oben fasst ihr nichts an, weil dann passieren nur schlimme Dinge. Das heißt, ihr arbeitet nur in dem Bereich, da fasst ihr auch nichts an. Und dann solltet ihr das eben so konfigurieren, dass es möglichst gut funktioniert. Und da könnt ihr es resetten. Plopp, das ist wieder auf Null. Zwei mache ich mal auch nicht. Und da fangt ihr an zu trainieren. Dann seht ihr so langsam aber sicher, wie ihr quasi das trennt. Ihr seht, trennt er nicht gut. Und ihr seht auch anhand dieser Zahlen hier, ob es ein gutes Ergebnis ist. Und das ist das Zweite, was ich euch bitte zu tun. Ich schicke nochmal kurz den Link von dem Ding da rein. In den Chat. Und wenn ihr ein gutes Ergebnis habt oder eine Frage, dann könnt ihr auch einfach das Mikro anmachen. Also ihr müsst nicht unbedingt im Chat tippen, ihr könnt auch einfach sprechen mit allen. Dann würde ich gerne wissen, was eure Lösung ist. Und warum. Also und wie gesagt, möglichst simpel. Oder vielleicht einen Screenshot von eurem Netz machen. Und wenn ihr Probleme habt, einfach Mikrofon anmachen, einfach labern, ich bin ja hier. Tesla aus 0 ist ein gutes Ergebnis. Starteinstellungen, ja, mal gucken, was die Starteinstellungen sind.
Hoffentlich ist nicht gleich schon eine gute Einstellung. Okay, ja, glaube ich, geht es dann aber noch simpler. Also die Starteinstellung, dass man das damit schafft, glaube ich auch. Ich glaube, dass es simpler geht. Man will ja auch irgendwie so, schön. Eieiei, das sieht schick aus. Wenn man das ein bisschen laufen lässt, ja. Aber ist es vielleicht zu kompliziert? Und wenn ja, warum? Wie könnte man es einfach machen? Also das ist offensichtlich keine schlechte Lösung. Wenn ich es ein bisschen laufen lasse, ist es nahe perfekt. Nimm mal ein bisschen was weg. Also ich bin sicher, dass es einfacher geht. Ich gebe jetzt keine Hinweise, sonst macht es ja keinen Spaß. Also noch habe ich nicht die Lösung, die ich will. Und wenn ich es euch zeige, sagt ihr sofort, ach so, ja, ist ja klar. Ein Hidden Layer mit 4 Neuronen. Okay, das heißt, ich mache eins weg, 4 Neuronen und ab die Post. Das ist Rock Strongo. Ja. Also das allein so, wie sich das so entwickelt, ich glaube, es kommt jetzt nicht auf Null, weil das würde ich für gut genug befinden. Es geht auch immer noch ein bisschen runter. Oh, kämpft sich so ab. Würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine valide Lösung. Ist mir aber noch zu kompliziert. Und hier seht ihr nebenbei, also wenn ihr mal irgendwie, wenn ihr eher langweilt, dass die Epochen, das bedeutet, ich stecke immer wieder denselben Datensatz da durch, sage ihm immer wieder dasselbe, so Wiederholung schafft Wahrheit. Und habe das jetzt schon 511 Mal gemacht. Oliver sagt, 3 Neuronen ist auch schon ganz gut. 3 reichen, sagt Henrik. Aha. Mal ausprobieren, ne? Das eventuell stimmen könnte. Und wenn man sich dann gucken wir uns, naja, also, das sieht jetzt aber nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt hätte. Also das ist auch irgendwie eine lustige Eigenschaft von neuronalen Netzen, weil die immer, also am Anfang ist quasi das, wie dieses neuronale Netz also parametriert ist, zufällig. Unabhängig davon, trainiert es mal gut und mal schlecht. Das macht Leute wie mich völlig kirre, weil wenn man irgendein Stück Code das mal geht und mal nicht, dann weiß man, das nimmt kein gutes Ende. Aber bei neuronalen Netzen ist es ganz normal. Das also die emotionale Belastung ist nicht unerheblich. Jetzt habe ich das exakt dasselbe nochmal gemacht. Und jetzt trainiert es. Auch irgendwie eine Erfahrung, die man schmerzvoll machen kann. Und ich würde sagen, 3 Neuronen im zweiten Layer. Nee, 3 Neuronen im zweiten Layer. Ach so, im zweiten, also okay. Frank sagt 3 Neuronen und dann noch ein Layer mit einem Neuron. Das bringt eigentlich nichts mehr. Also wenn du da irgendwie nur noch in einem Neuron das zusammenfasst. Und ich würde sagen, das hier ist unser amtliches Endergebnis. Und ich möchte jetzt gerne erklärt haben, warum hättet ihr das vorher wissen können? Also warum hättet ihr wissen können, dass quasi 3 Neuronen reichen? Nur die ersten 5 Inputs, keine Hidden Layer. Ersten 5. Oh, stimmt auch. Das ist das, also was Valentin schreibt, verletzt die Regeln, weil ich gesagt habe, hier macht ihr nichts, aber das geht tatsächlich auch. Also Felix sagt, das Dreieck ist die simpleste Form, um das einzuschließen. Ja, genau, aber wieso kriege ich ein Dreieck hin? Also ein Dreieck reicht offensichtlich, aber wieso kann ich mit dem, was ich da habe, ein Dreieck zeichnen? Das ist vielleicht die Frage. 3 gerade Linien, ja genau, okay, ist so einfach, ne? Ja, genau. Also Schnitt mit 3 Gramm passt gut zum Problem. Und das Ding ist echt ziemlich cool. Ich höre jetzt mal auf zu trainieren, weil man jetzt von jeder dieser Neuronen sehen kann, welchen Anteil einer Gesamtlösung hat das. Und dazu fährt man da so rüber. Und ihr seht schon quasi in dem Neuron selbst so eine Art Preview. Und rechts seht ihr jetzt quasi da, also ich kann jetzt da nicht, ich kann nicht mehr, also ich habe ja noch das Ding hier. Ne? Ach so, das vergeigt es jetzt. Und das ist tatsächlich ein unlösbares Problem. Also ich muss mit der Maus darüber bleiben, damit auf der rechten Seite, das versteht ihr jetzt ja auch, die Darstellung von einem Neuron ist. Das heißt, das hat diese gerade gemalt, der hat diese gerade gemalt, fop, und er hat diese gerade gemalt. Und wenn ich jetzt irgendwie relativ schnell quasi die alle mal durchgehe, seht ihr, dass am Ende quasi diese 3 Graden kombiniert wurden von einem tatsächlich, also das sieht man hier nicht, aber es ist ein unsichtbares Neuron, das kombiniert das hier noch und hat auch noch bestimmte zusätzliche Eigenschaften, die dafür sorgen, dass quasi
die Ausgaben dieses Neurons in den Wertebereich zwischen minus 1 und 1 komprimiert werden. Diese Dicken hier von diesen Krakenarmen geben an, wie groß ist das Gewicht von jeder dieser quasi Linie. Alle sind total dick und weil die alle so total dick sind, manche sind negativ, die beiden hier, und der hier ist positiv, haben die alle ein gleich großes Gewicht. Würde ich ja jetzt mehr reinknallen, müsste zumindest die Dicke von manchen egal werden. Wir warten mal ein bisschen. Weil er sagt ja, dich brauche ich eigentlich nicht. Bleib mal schön zu Hause. Und das sieht man jetzt eigentlich auch schon ganz schön. Naja, so mittelschön. Aber der hier oben, sagt er, was du zu sagen hast, interessiert uns eigentlich nicht. Deswegen kriegst du eine ganz geringe Gewichtung. Du interessierst uns eigentlich auch nicht. Du auch nicht so, du auch nicht so. Diese drei sind hier vielleicht die Hauptgeschichten hier, die am meisten was beitragen. Man sieht auch schon, dass es kein Dreieck mehr ist, sondern dass zumindest alle so ein bisschen was dazu beitragen. Und man sich zumindest vorstellen kann, zumindest glaube ich es, wie diese Form hier aus diesen unterschiedlichen Linien kombiniert wird. Und das ist das letzte Mal, dass man auch versteht, was diese neuronalen Netze machen, weil es danach einfach nur noch Wahnsinn ist. Also versteht man nicht mehr. Sowas wie 8 Neuronen, damit kannst du eigentlich nicht viel lösen. Du hast typischerweise sowas wie ein paar hunderttausend Neuronen. Zumindest für Bildverarbeitung hast du unheimlich viel Parameter. Und das hier finde ich aber so cool, weil man da zumindest noch das Gefühl hat, ah, ich verstehe noch, was es tut. Sobald da ein zweiter Hidden Layer drin ist mit 3 Neuronen, ist es vorbei. Aber man kann zumindest begreifen, das hat vielleicht irgendeinen Sinn. So, Felix hat hier nochmal was. Ah, okay. Felix hat nochmal hier irgendwie, hat sich nicht lumpen lassen, hat die Regeln zwar überschritten, und zwar hat er gesagt, quadriere das doch mal. Das heißt, das ist irgendwie ein anderer Trick, dass man sagt, so, wir quadrieren mal x und y, ja, also x1 und x2. Und da erinnert man sich irgendwie an so eine Kreisgleichung. Ne? Genau. Und da sieht man, allein durch das ist man jetzt durch ein Neuron schon perfekt in der Lage, diesen Kreis hinzubekommen, weil das quasi schon in der Codierung der Eingabe drin ist. Ja, ist kein schlechter Trick, ne? Ja, hat er eigentlich recht. Insofern, wenn man meine Vorgabe, ich habe gesagt, arbeite nur daran, weglassen würde, wäre das die beste Lösung. Ne? Es gibt leider nichts zu gewinnen, deswegen ist auch egal. Aber ganz cool. Ich habe noch mehr Zeug, ich will aber eigentlich nicht mehr. Ich will jetzt Bier trinken. Ich würde nur zeigen, was würde noch so kommen. Hier machen wir, gibt es wieder so einen geilen Playground, wo man Bildverarbeitung macht. Ich habe ein Stück Code für euch, Python-Code, der auch Bildverarbeitung macht, wäre hier hinter verborgen. Ist aus meinem oder aus dem Buch von meinem Kumpel Chinan und mir. Ist gut. Was kommt noch? Der Blog, der inzwischen ja wieder geht. Mal gucken. Tschüss. Ja, also weiß was ich, was da war. Da haben wir einen Spicker gebaut, machen wir ganz häufig. Also eigentlich stimmt das gar nicht, machen wir gar nicht so häufig. Also das machen wir manchmal. Und den kann man runterladen als PDF. Und da sind nochmal so Beispiele drin, wie funktionieren Anwendungen, welche Anwendungen kann es geben. Keine Ahnung, was haben wir da noch gemacht? Hier sind schon ein paar von den Grafiken, die ich hier verballert habe, kommen da auch her. Was ist denn das für einer? Da kann ich überhaupt nicht mal dran. Ach so, wie so ein Projekt abläuft, die unterschiedlichen Arten. Kann man bei uns auch in gedruckt bekommen. Ich weiß nicht, wie wir das bei Corona machen. Hier sind nochmal so Qualitätsmerkmale. Wie findet man den richtigen Ansatz? Wie validiert man das Projekt? Eigentlich ganz gut, finde ich. Ist ja zumindest nicht mehr so jung. Was gibt es noch? Okay, der Blog. Wie gesagt, habt ihr ja schon gesehen, dass es das gibt. Und das war's. Da sind die Folien. Falk hat gesagt, wir sollen, bevor wir in den Biergarten gehen, nochmal einen Moment Zoom aufhalten, weil nicht alle in den Biergarten können, für gegebene weitere Fragen. Und damit sage ich, gibt es Fragen? Oder Gefühlsäußerung? Gesprächsbedarf? Das war da erschlagen wahrscheinlich. Das war viel, ne? Ja. Ja. Ist ja, ja, das war ganz schön toll. Cooler Vortrag, schreibt jemand, vielen Dank. Dankeschön, der Vortrag, bisschen geschrieben, auch vielen Dank. Ich glaube, da steckt auch wahnsinnig viel Zeit drin in dem Vortrag. Also
nicht in dem Vortrag selber, aber in dem, was du da alles ausprobiert hast. Und schon schöne Sachen auf jeden Fall. Absolut. Und ich, man macht es dann ja am Ende sowieso nicht, aber ich rege euch dazu an, sich das anzugucken. Also das sind ja, wie gesagt, noch mehr Beispiele. Irgendwann kommt auch ein bisschen Code. Und ich habe das Gefühl, da geht noch mehr. Ich habe jetzt aber tatsächlich eine Frage von Max. Vielen Dank. Du hattest kurz Autoencoder angeschnitten. Wie unterscheiden die sich jetzt von so einem neuronalen Netzwerk, das wir am Ende angeschaut haben? Autoencoder sind, ich kenne Autoencoder nur als neuronale Netzwerke. Und wenn wir jetzt in diesen Playground mal gehen, dann wäre das auch ein neuronales Netzwerk, typischerweise tief. Also ein paar mehr. Jetzt bauen wir uns mal so ein. Also es hat hier schon Sinn. Also ich bin jetzt nicht irgendwie völlig wahnsinnig geworden. Moment. So, vielleicht erinnert das jetzt ein bisschen an die Struktur, die wir da vorhin gesehen haben. Das heißt, da stecke ich vorne was rein. Ich tue jetzt mal so, als wäre das ein Autoencoder. Dann wird das hier immer schmaler. In der Mitte gibt es dieses Z-Layer, den Bottleneck. Dann machen wir das Ganze wieder andersrum. Und hier hinten würde jetzt nicht irgendwie diese Grafik rauskommen, sondern wieder diese beiden Werte. Das kann ich jetzt nicht aus offensichtlichen Gründen. Das gibt das Ding eben hier nicht her. Und den würde ich jetzt so trainieren, dass ich eben unsupervised vorne die mir bekannten Werte reinstecke und hinten würde er die wieder rausbekommen. Und dann wäre das ein Autoencoder. Das heißt, es ist ein neuronales Netzwerk, das nur ein bisschen anders trainiert wird. Das heißt, mit neuronalen Netzwerken kannst du am Ende so gut wie alles bauen. Ihr sagt jemand, toll, wie viel Spaß du hast. Ich hätte euch natürlich noch mehr selbst ausprobieren sollen. Das ist irgendwie fies. Ihr guckt mir beim Spielen zu, sagt der Olli, hat viel Freude. Schön für ihn. Hätte ich natürlich auch gut gefunden, wenn ihr noch mehr hättet spielen können. Aber es steckt an. Okay, gut, immerhin. Ja.